Hallo Leute und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Wir gehen jetzt los. Heute ist nämlich ein sehr, sehr durchgetakteter Tag. Ich war schon beim Zahnarzt heute früh, beziehungsweise beim Chirurgen wegen meiner Weisheitszähne, Leute. Gar keinen Bock. Anyways, Weisheitszähne, alle vier müssen raus. I guess. Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt gerade nochmal ready gemacht, weil ich mache mich jetzt auf den Weg, denn ich kriege neue Nägel, Leute. Ich freue mich so. Die waren sehr, sehr cool, aber die sehen jetzt schon ein bisschen rappig aus mittlerweile und da bin ich sehr, sehr froh, wenn die dann mal ausgetauscht werden. Und das wird jetzt gleich gemacht. Freue ich mich sehr. Und danach steht auch was Spannendes an, Leute, denn ich bin das allererste Mal zu Gast in einem Podcast. Nee, wirklich. Ich freue mich mega. Ich muss jetzt langsam los. Danach gehe ich zum Sport und danach bin ich zum GNTM-Gucken verabredet. Das ist alles ganz schön viel, was ich mir vorgenommen habe. Ich sag's, wie es ist. Aber wir kriegen das hin. Wir schaffen das und mir bleibt nichts anderes übrig. Ich habe halt auch noch früh meine Tage. Egal. Los geht's. Ach Leute, die letzte Woche war nicht so einfach für mich. Das habt ihr ja vielleicht in dem Video am Mittwoch auf meinem englischen Kanal auch schon gesehen. Weil irgendwie dachte ich, Zeit nach den Klausuren wird besser und anders. Aber fragt nicht, warum. Es kamen schon irgendwie einige Unsicherheiten und doofe Gedanken wieder hoch. Versteht mich nicht falsch, es ist super wichtig, sich derer bewusst zu werden und sie nicht zu verdrängen. Aber manchmal steigere ich mich dann schon doch ein bisschen zu doll rein und das beeinflusst meinen Alltag dann schon ganz schön. Und deswegen versuche ich jetzt, beziehungsweise muss ich wieder anfangen, mein Leben mehr zu romantisieren und bewusster Dinge zu erleben, die mir Spaß machen. Versuche im Moment zu leben und auf mein Herz zu hören. Morgen, Leute. Ich dachte, es wird besser. Ich dachte, mir geht es besser. Dann kam gestern nochmal was Neues in mein Leben reingeschallert, was mich ein bisschen rausgeschallert hat. Viele, viele Sachen sind einfach gerade sehr, sehr, sehr überwältigend für mich. Und das Blöde ist aber, dass heute Abend das Nightwalk-Konzert ist und ich nicht mit so gottlos angeschwollenen Augen dahin gehen möchte. Deswegen versuche ich mir jetzt mal so ein Ice-Face-Bad zu machen. Mal schauen, ob das klappt. Ob das wirklich hilft, aber das lasse ich hier jetzt mal ein bisschen schmelzen. So Leute, ich habe mir jetzt meinen zweiten Kaffee gemacht. Das ist so ein ganz, ganz schwacher Eislatte. Also ich habe das Gefühl, ich trinke eigentlich gerade noch Hafermilch. Und ich habe mir vorgenommen, das habe ich in meinem englischen Video gesagt, wieder mehr zu journalen. Und da habe ich jetzt gerade von der Post abgeholt. Das ist ein Notizbuch, was ich mir gekauft habe. Einfach ein Blanko. Ich wollte unbedingt ein größeres, bisschen softes haben. Und ich habe mir so, ich liebe die Rollerpens von Schneider. Und da gab es jetzt irgendwie so eine Special Edition. Und ich habe mir diese schwarz-weißen gekauft. Obwohl die dann halt blau schreiben. Und bin ich richtig froh, dass ich das jetzt mal gemacht habe. Weil ich sonst immer mit irgendwelchen Coolies geschrieben habe. Die sind wirklich super. Und ich glaube, da will ich dann jetzt wirklich mal wieder mehr anfangen zu journalen. Weil ich habe das Gefühl, ich brauche das ganz, 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 ganz doll. Ja. Aber das mache ich dann mal in Ruhe, weil jetzt habe ich nur noch eine Stunde ungefähr Zeit, bis ich los muss. Ich kann mir gerade selber so erregt, das ist das Mittel, als wenn die bedeuten, es kann eine Zukunft sein. Ich habe mich jetzt ready gemacht. Ich habe wirklich kein tolles Konzertoutfit an, weil ich setze einfach alles darauf, dass ich mir diesen coolen Merch-Hoodie holen kann. Ich hoffe, dass es diesen gibt, den ich möchte. Ich möchte diesen This Show is for Lovers Hoodie. Wenn nicht, bin ich richtig, richtig traurig, weil ich sehe auch einfach basic und uncool aus heute. Also im Vergleich zu den anderen coolen Outfits, die ganzen coolen Girls anhaben werden. Ich freue mich jetzt erstmal auf Emma und dass wir uns treffen und was Leckeres essen. Und dann hoffe ich einfach, dass ich diesen Hoodie bekomme, damit ich mich da wohlfühle. Freust du dich, Emma? Ja. Auf was freust du dich am meisten? One day songs.
zusammen. Das ist ja nur einer. Wir hoffen ein bisschen auf Stockholm Syndrome. Aber ich glaube, es wird Night Changes. Wir schauen. Leute, ich habe gestern gar nicht gevloggt, aber ich dachte, jetzt mache ich es mal wieder. Ich bin langsam wieder am Recovern irgendwie von meinem kleinen Down. Gestern war echt auch ein guter Tag. Ich habe endlich mit meiner Hausarbeit angefangen und war beim Sport. Das war schön und habe dann abends noch Freunde getroffen und das war echt ganz toll. Heute wird auch ein toller Tag. Ich bin heute um 7.30 Uhr schon wieder aufgestanden. Jetzt ist es 9.30 Uhr und ich mache mich jetzt auf den Weg, weil wir den Podcast gleich aufnehmen. Und von da aus werde ich dann direkt zum Yoga fahren. Ich habe heute mir mal eine Yoga-Class gebucht. Da bin ich auch ganz gespannt drauf, also es ist so ein Flow. Mal schauen. Zusammen mit Belina. Vielleicht kommt Soso auch mit, ich weiß gar nicht. Da freue ich mich dann auch schon sehr drauf. Aber jetzt mache ich erstmal los. Leute, ich bin jetzt ready. Ich habe mich fertig gemacht, weil wir gehen heute Abend auf ein Netflix-Event. Dafür bin ich jetzt einigermaßen ready gemacht. Ich habe die ganze Zeit auf ein Paket gewartet, weil ich mir so eine tolle Bluse bestellt habe. Und das ist jetzt im Paketshop angekommen. Ich gehe das jetzt abholen im Paketshop und ziehe das dann mir einfach auf der Straße an. Ich gehe es auf jeden Fall jetzt abholen, weil ich will es jetzt haben. Ich warte darauf schon 2 Wochen. Ansonsten treten einfach Louis und Niall beim Lollapalooza dieses Jahr auf. Ich wollte eigentlich im September weg sein. Habe ich meine Meinung jetzt geändert? Beziehungsweise muss ich meine Reise danach richten? Natürlich. Ich könnte niemals in meinem ganzen Leben verkraften, wenn Louis und Niall zusammen auftreten sollten, weil die sind einfach beide in Berlin und ich bin nicht da. Nee. Das kommt mir nämlich nicht in die Tüte. Ja, hier haben wir mein Outfit. Ich habe meine Bershka-Hose, meine Superstars, Zara-Jacke, H&M-Tasche. Ich habe jetzt gerade noch ein H&M-Basic-Shirt an. Ich will dann halt gerne die Bluse anziehen. Mal schauen, ob das klappt und mein Plan aufgeht. Werden es gleich sehen. Guck mal, Leute. Oh, was ist denn hier passiert? Wir sind jetzt ready für das Netflix-Event. Ich zoome mal ran. Da gehen wir hin. Meine Leute, ich wollte mich jetzt noch ganz kurz am Ende des Videos mal melden. Hier mit einer wirklich ganz realen, ungeschminkten Hannah. Hier ist übrigens der Pullover.
den ich mir auch vom neuen Konzert geholt habe. Bin mir noch nicht sicher, ob ich so happy bin mit der Wahl oder ob ich mir hätte lieber dieses Lover-Shirt kaufen sollen. Aber danke nochmal an das Girl, was es für mich geholt hat, weil ich hatte das in meine Story gepostet. Weil ich nicht rechtzeitig zum Merch gehen konnte, hat mir das dann eine liebe Followerin geholt. Und da freue ich mich immer noch sehr, sehr doll. Und ja Leute, also es war jetzt ein sehr Up und Down Weekly Vlog. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, ob es euch nervt, aber ich glaube, es war wirklich jetzt einfach mein ungefiltertes Leben. Also ich sage ehrlich, ich bin jetzt ja auch ganz ungefiltert gerade. Ich glaube, ich will irgendwie immer so eine gute Balance finden zwischen, ich will euch ja auch nicht runterziehen. Andererseits will ich aber euch auch mal zeigen, dass es inwieweit das immer normal ist, ne, darüber lässt sich streiten, aber dass wir alle nicht immer so aussehen, wie wir uns auf Instagram darstellen oder so. Oder dass das Leben dann auch schon sehr viel schichtiger sein kann als das, was man so zeigt. Aber ich hoffe, dass es euch gut geht, dass, falls es euch momentan nicht gut geht, dass ich euch vielleicht auch ein bisschen motivieren kann, euch aus eurem Loch hochzuholen, hochzuziehen und Sachen zu machen, die euch gut tun, damit man da irgendwie wieder rauskommt, weil ich merke einfach, das habt ihr auch mitbekommen, wie glücklich und erfüllt und was auch immer ich Anfang des Jahres einfach war. Also Januar, Februar, es war alles so toll, bis auf dann die Klausurenphase und mich, ja, ein paar Sachen, die mich einfach ein bisschen runtergezogen haben. Aber da an dem Punkt will ich jetzt eigentlich auch wieder hin und vor allem jetzt, wenn es Frühling wird und das Wetter wird besser und so weiter, da will ich eigentlich wieder meine Lebenslust haben, ne? Also die letzten 2 Wochen, die waren ganz schön zehrend, muss ich sagen. Ja, deswegen hoffentlich im nächsten Video bin ich wieder ein bisschen motivierter und zeige euch ein paar tolle andere Sachen. Es wird bestimmt irgendein Uni-Vlog oder sowas, weil ich muss ja jetzt Hausarbeit schreiben. Aber ich drücke euch alle ganz fest und hoffe, euch geht's gut. Tschüss!